willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute beschäftigen wir uns mit verschiedenen Heckumbauten für die Ducati Panigale 1199. Hier sehen wir den originalen Heckrahmen und die Verkleidungseinheit. Diese wiegt ca. 4,5 Kilo. Hier vorne an dem Fahrzeug bereits montiert ist ein Aluminium-Heckrahmen. Hier haben wir bereits eine Rennstreckenverkleidung montiert. Trotzdem kann man den Aluminium-Heckrahmen auch für die Serienverkleidungsteile benutzen und auch das Rücklicht montieren. Des Weiteren gibt es hier eine Kohlefaser-Heckeinheit für die Rennstrecke, logischerweise als Mono-Variante. Da wird dieses Teil, die Trägerplatte, verschraubt auf den entweder Original-Heckrahmen oder auf den Aluminium-Heckrahmen und dann einfach zusammengefügt. Zusätzlich haben wir hier ein Rennstreckenteil. Das ist ein reiner Monocoque-Heckrahmen, der wiegt ca. 1,5 Kilo, hat ebenfalls keinen Ausschnitt fürs Rücklicht und ist was für den, der optisch und auch technisch auf dem höchsten Level unterwegs sein möchte. Seit neuestem verfügbar, jetzt ein Teil, was optional für ein Rennstreckentraining und die Straße als Monositz nutzbar ist. Ebenfalls Monocoque-Bauweise, 100% Kohlefaser, 1,5 Kilo. Das Besondere hier ist, man ist in der Lage, durch eine zweite Einheit das Rücklicht rauszuziehen und für den Rennstreckeneinsatz zu montieren bzw. zu wandeln. Heute zeige ich euch auch, wie man das Teil montiert. Natürlich im Schnelldurchlauf, aber ich finde es immer besser, das Teil einmal am Fahrzeug zu zeigen, damit man auch weiß, wie die gesamte Optik nachher aussieht. Fertig ist die Montage. Sieht natürlich leichter aus, als es in Wirklichkeit ist. Ein bisschen Fingerspitzengefühl, Ruhe und Geduld sollte man schon haben. Sieht doch knackig aus, das ganze Ding. Wir machen jetzt weiter mit der Panigale, folgen weitere Teile, Highlights wie Carbon-Tank und auch ein tolles Design, was wir uns überlegt haben. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt mir doch gerne eine Mail. Ich antworte gerne zurück.